Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. Das ist das Land der großen Wörterfabrik. In diesem sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie aussprechen zu können. Reime. Schlau, Sau. See, sprechen, brechen. Die große Wörterfabrik arbeitet Tag und Nacht. Die Wörter, die aus den Maschinen herauskommen, sind ebenso unterschiedlich wie die Sprachen. Manger. Eat. Essen. Manger. Essen. Eat. Erzählen. Dir. Tell. Erzählen. Dir. Dir. Tell. Es gibt Wörter, die sind wertvoller als andere. Man sagt sie nicht oft. Eigentlich nur, wenn man sehr reich ist. Denn im Land der großen Wörterfabrik ist Sprechen teuer. Augen. Blick. Meer. Suppe. Meer. Suppe. Roll. Schuh. Diejenigen, die kein Geld haben, durchsuchen manchmal die Mülleimer. Aber die weggeworfenen Wörter sind meist wertlos. Man findet nur Hundekacke und Hasenpipi. Affen, Affenzahn. Blick, Augenblick. B, Farbe. D, Erde. Rat. T, Ratte. T, Kröte. Im Frühling beim Schlussverkauf kann man sich Wörter im Sonderangebot kaufen. Man kommt bepackt mit Taschen voller günstiger Wörter nach Hause. Allerdings sind diese Wörter oft unnütz. Was macht man schon mit einem Bauchredner oder einer Zierhasel? Schlussverkauf! Jetzt zugreifen! Zierhasel zum Megapreis mit Geld-Zurück-Garantie! Heute hat Paul 3 Wörter in seinem Netz gefangen. Aber er sagt sie nicht gleich, denn er möchte sie aufheben. Für jemand ganz Besonderes. Morgen ist Maries Geburtstag. Paul hat sie furchtbar lieb. Das würde er ihr gerne sagen, doch dafür hat er nicht genug Geld in seiner Spardose. Also wird er ihr die 3 Wörter schenken, die er gefunden hat. Kirsche, Staub, Stuhl. Marie wohnt im Nachbarhaus. Paul klingelt an ihrer Tür. Er kann nicht sagen, hallo, wie geht's? Weil er diese Wörter nicht hat. Stattdessen lächelt er. Marie trägt ein kirschrotes Kleid. Sie lächelt auch. Er holt tief Luft und denkt ganz fest an all die Liebe in seinem Herzen. Und dann sagt er die Wörter, die er in seinem Netz gefangen hat. Die Wörter fliegen zu Marie. Sie sind wie kostbare Kieselsteinchen. Kirsche. Staub.
Stuhl. Paul hat noch ein einziges Wort, das er sagen kann. Vor langer Zeit hat er es in einem Mülleimer gefunden, zwischen lauter Hundekacka und Hasenpipi. Dieses Wort mag er sehr gern. Er hat es für einen ganz besonderen Tag aufgehoben. Und dieser Tag ist jetzt da. Er blickt Marie fest in die Augen und sagt: Nochmal!